Laxenburg schaut auf ein gutes Jahr 2017 zurück. Die Gemeinde zog Bilanz und hat Bürgerinnen und Bürger geladen, gemeinsam das letzte Jahr zu resümieren. Wir haben diese vielen, vielen Jahre sehr vieles weitergebracht für unseren Ort. Und es ist mir vom Anfang an und jedes Jahr aufs Neue eine große Freude, hier präsentieren zu dürfen, was das im vergangenen Jahr für uns als Gemeinde im Miteinander gewesen ist. Und natürlich welche Auswirkungen das eine oder andere Projekt langfristig für die Ortsentwicklung bedeutet. Wie war das Jahr 2017? Ich denke, es war ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr und ich bin stolz darauf, heute einfach einmal mehr diese Erfolgsgeschichte in unserer Gemeinde präsentieren zu dürfen. Es ist ja doch eine große Anzahl von Damen und Herren, die sich über das Jahr bei den vielen Veranstaltungen immer wieder bei uns einfindet. Aber wenn man natürlich eine solche Bilanz wie die von 2017 hier öffentlich publizieren und präsentieren darf, dann ist das natürlich ein wirkliches Erfolgserlebnis, auch für mich in meinem 20. Jahr als Bürgermeister. So ein besonderes Jahr? Ja, das ist es. Und ich sage es ganz ehrlich und ich habe es auch so in meinem Vorwort hineingeschrieben, es ist wirklich eine Freude, denn die Rückmeldungen sind über weite Teile positiv. Es sind auch die Dinge, die auffallen, die als Beschwerden oftmals gelten, durchaus so gehalten, dass man entsprechend reagieren kann, dass dann Verständnis für bestimmte Situationen da ist und wir natürlich Gott sei Dank Anerkennung bekommen dafür, dass wir das Beste versuchen. Dass ich aber natürlich mit meinem Team nicht über das ganze Jahr über jeden alles zu 100% recht machen kann, das liegt in der Natur der Sache, aber wir bemühen uns. Ein ganz wesentlicher Part, unsere Institutionen, unsere Vereine, ohne die natürlich das Gelingen des Miteinanders so nie möglich wäre. Also wir hatten im Jahr 2017 165 Einsätze zu leisten. Gleich zu Beginn des Jahres zwei Großbrände in Wiener Neudorf zur Unterstützung unserer Kameraden dort. Über den Jahresverlauf dann hinweg war ziemlich durchwachsen, Fahrzeugbrände, einen Brand in einem Industriebetrieb noch im Sommer und zusätzlich natürlich zu unseren Schulungen und Weiterbildungen. Es ist unser 20-jähriges Jubiläum gewesen. Ich habe 1997 diesen Tennisclub gegründet, zusammen mit ein paar anderen engagierten Sportlern und sportbegeisterten Tennisspielern. Und es hat sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt und ja, und mein Vize, der Josef Supan und ich leiten diesen Club jetzt schon über 20 Jahre und es wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre gehen. Wir haben natürlich viele Veranstaltungen, die wir gemeinsam organisieren, mit den Bürgern feiern und das macht natürlich das Ganze sehr interessant und ja, da sind wir immer ganz froh, dass alles geklappt hat. Es hat alles funktioniert, somit sind wir zufrieden. Für uns ist als Gemeinde auch die Gewissheit, dass wir mit unserem Angebot, mit unseren Möglichkeiten im Jahreszyklus sicher jeden einmal oder zweimal erreichen.